Was er lächelt. Soll es das? Ist das richtig? Das lächelt, ja. Das freut sich auf die Klöße, denke ich mal. Also bei uns, wo ich herstamme, sagt man natürlich Knödel. Und bei uns im Thüringischen sagt man Thüringer Klöße oder Hütes. Hütes? Hinter dem Rennsteig heißen die Hütes. Da gibt es eine Geschichte dazu. Die kann ich dann vielleicht mal, währenddessen ich die Klöße. Ja, ich will ja gleich sehen, wie die gemacht wurden. Kann ich dir gleich mal erzählen, die Geschichte. Das sind Kartoffelklöße. Das ist also ein Drittel rohe Kartoffeln und ein Drittel gekochte Kartoffeln. Und die werden und das dann dritte Drittel? Zwei Drittel rohe Kartoffeln und ein Drittel. Was ist das dritte Drittel? Richtig. Jetzt rechnen Sie auch noch mit. Sie kochen nicht nur mit. Naja, also ich habe im Augenblick nichts zu tun. Ich kann mich ja konzentrieren. Sie müssen das vorsichtig reinigen. So. Die bleiben jetzt auf dem Boden. Das darf, also wie Sie so schön gesagt haben, nur lächeln, ja. Also nicht kochen. Und jetzt lächelt das 20 Minuten. Aha, dann stelle ich mal die Uhr. Jetzt brauchen wir noch einen Deckel. Der Deckel. Haben wir einen Deckel? Ja, wir haben irgendwo einen gehabt. Irgendwo müssen wir einen Deckel haben, finden. Ja. Moment mal, was haben wir denn damit gemacht? Der war doch eben noch da. Also sowas. Können wir das? Hier ist ein Deckel. Ist der groß genug? Nee, der ist, glaube ich, zu klein. Der müsste ich jetzt halten, 20 Minuten. Das wäre aber auch blöd. Wie ist es denn mit dem? Der passt vermutlich auch. Ah, da haben wir ihn hingetan. Hier. Gut. Also zumindest haben wir jetzt genügend Deckel da. So, 20 Minuten. 20 Minuten. Moment, und dann müssen Sie noch circa 5 Minuten ziehen. Ja. Da wird aber das dann schon die Flamme ausgestellt. 20 Minuten. Und dann werden sie sofort serviert. Gut, ich tue das mal hier rauf. So. Und was kommt jetzt dazu? Das ist nichts Thüringisches. Nein, aber auch was Östliches. Von meiner Mutter, ein Lungenbraten. Hier sieht man ihn. Hat natürlich nichts mit Lunge zu tun. Ist ein Filet, ein Rinderfilet. Das feinste, leider auch teuerste Stück. Aber angeblich liegt es an der Lunge dran, nicht? Genau, und deswegen nennt man es in Österreich Lungenbraten. Ich werde gleich zeigen, was ich gemacht habe. Darf ich Sie bitten, das mal mit dem für diese Topflappen aufzumachen. Und da ist jetzt schon mal einer drin, denn das hätte ich sonst nicht geschafft, weil das 45 Minuten und man muss einfach nur ein bisschen. Also das könnte zu den Klößen passen, denke das ich. Das wird Die vertragen sich. Oh. Das liegt ja auch ziemlich, also von Köln aus gesehen, liegt ja Thüringen so auf halber Strecke nach Meeren. Ja, natürlich, ist alles aus dem Osten. Und oh, wunderbar. Und das Tolle wieder ist. Wieder zu, ja? Ja. Okay. Dieses Gemüsebett, auf dem das Fleisch ruht, das wird ja dann mit der flotten Lotte durchgedreht, bisschen Creme fraiche. Da kann ich Ihnen helfen. Ja, und das gibt die Soße dazu. Meine Mutter hat immer das gesagt, das ist das Wichtigste überhaupt, die Soße. Behaltet das Fleisch, hat sie gesagt. Das kann sonst wer essen. Nur Knödel, wir Knödel, sie Klöße und Soße. Ist ja eigentlich lächerlich, dass man so ein teures, tolles Fleischstück kaufen muss, um eine anständige Soße zu machen. Muss aber sein, ansonsten wird es keine ordentliche Soße. Ohne das Fleisch geht's nicht. So. Also Hütes, sagte ich vorhin. Hütes. Vielleicht darf ich Ihnen, also die werden erstmal gerieben. Zwei Drittel, wie Sie vorhin richtig sagt. Zwei Drittel rohe. Wird gerieben. Ja. So. Kann auch ein bisschen, ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet, logischerweise, denn das schafft man in einer halben Stunde nicht. Nee. Es dauert circa 2 Stunden. Und da hilft die ganze Familie mit. Ja. Die letzten Stücke wirft man dann in das Wasser hinein, die werden dann gekocht. Mhm. Das ist also das eine Drittel dann. Ah. Nicht? So, aber wir haben hier schon aufgefüllt mit anderen Kartoffeln. Wir haben das auch schon vorbereitet. Genau. Und ja, wie gesagt, Blut kann ruhig ein bisschen dabei sein. Früher wurden ja auch Bauwerke mit, das hält dann mehr zusammen. Und Hütes heißen sie in Südthüringen, also hinter dem Rennsteig, so um Meiningen herum. Die Meininger behaupten, dass dort die Thüringer Klöße das Licht der Welt oder das Licht des Tellers erblickt hätten. Und Frau Holle ist dort gewesen, hat einen sauren Wein bekommen. Nun ist das ja keine bevorzugte Weingegend, Südthüringen. Sie haben mir einen Wein, Sie haben mir zwei Weine mitgebracht. Richtig, genau. Der weiße, dürfen wir aber den nicht aus Südthüringen, denn dort gibt es keinen ordentlichen Wein. Dürfen wir den mal als kleinen Küchenwein schon sehr mal gerne, so sehr versuchen? Gerne. Was ist das? Das ist Meißner Wein. Das ist also als dann kleiner Küchenwein. Nicht direkt aus Meißen, sondern aus Pillnitz. Sehr zum Wohl. Schön. Schön. Als Küchenwein. So? Denn wenn wir schon jetzt mit dem Roten anfangen, dann das wird das schwierig. So, dann jetzt müssen wir aber. Den Dritteln überhaupt nicht jetzt müssen wir aber mal richtig ran. Genau. Die Geschichte nachher. Okay. Oder währenddessen. Ja, aber auch so, längst jetzt ab. Bitte das hier hineingießen. Ich halte den Sack auf. So. Das ist auch so ein und nichts verschenken. Nein. Ja, nichts. Wir Nachkriegskinder verschenken nicht einen Gramm. So ein Paar, ein Paar das Gericht, jetzt, das man nur zu zweit machen kann. Da hilft die ganze Familie, wie ich schon sagte. Das sieht ja mittelalterlich aus. Das ist auch von meinen Großeltern, soviel ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch in der Form gibt, aber ich denke schon, in Thüringen und irgendwo wird es das im geben. Im Prinzip nichts anderes als eine Presse, genau. Die jetzt diese rohen Kartoffeln. Halt das war die einzige freie Presse, die wir in der DDR hatten. Ja. Das ist gut. Und das muss jetzt also ganz
jetzt ganz fest ausgepresst werden, halten? Bis das Salz trocken ist, ja, bitte. Und dann können Sie nämlich mit beiden Händen so lang drehen, bis es schmerzt. Bis es schmerzt. Ja, das kann ich nicht verhindern. Oh. Tut mir leid. Oh. Da müssen Sie jetzt durch. So. Ja, was macht man, wenn man keine solche Presse hat? Das ist schwer, oder? Da kann man keine Thüringer Klöße machen. So einfach, da isst man halt Salzkartoffeln. So stirbt das ist ja auch eine ein Variante. Gericht aus. Und wenn man nicht so einen kräftigen Partner hat, wie Mangels Sie es Presse. Ja. So, das reicht erstmal. Ja, gut. Ich habe ja auch dieses, schon vorbereitet. Ah, ja. Das ist also jetzt die ausgepresste Masse. Wenn Sie jetzt mal so freundlich wären, ich muss mich jetzt um das andere Drittel jetzt kümmern. Zum Glück hat die Hände gewaschen. Zerbröseln. Ja, ja. So, dass also keine Klumpen mehr bröseln da kann ich. Ich werde zerbröseln. Das, sehr schön, das macht richtig das, Spaß. Das ist das Drittel. Ich wollte Ihnen nur sagen, wie es zu dem Begriff Hütes kam. Ja. Also, wenn Sie dabei weiterarbeiten, dürfen Sie mir das erzählen. Ich kürze es ab. Also Frau Holle trank einen sehr sauren Wein in Meiningen und war sehr säuerlich deswegen, weil der eben zu sauer war. Und da hat sie eine Missernte den Leuten irgendwie herbeigezaubert. Aber die Kartoffeln, die wurden noch was. Und nun hat sie das aber bereut eines Tages und wollte ihnen was Gutes tun. Hat sich als Köchin verkleidet, ist ins Schlundhaus nach Meiningen gegangen, hat dort diese Klöße gemacht und der Beikoch, der ihr über die Schulter geschaut hat, dem wurde gesagt, was das Rezeptum anbelangt, hüt es. Ah, und so heißen die und bis so auf den heutigen Tag, wenn sie heißen gestorben die, sind. Heißen die hüt es, genau. Naja, sie sterben ja aus. Aber, haben wir ja gehört. Aber gehütet hat das nicht das Geheimnis, sonst könnten wir es heute hier nicht machen. Nicht machen. So, ich habe jetzt von dem Wasser, was ich vorher abgegossen habe, das ist ganz wichtig, Dankeschön. Von dem Wasser, was ich vorher abgegossen habe. Ja, ah ja, das ist das Kartoffel. Das habe ich aufgefangen. Soll ich jetzt hier ein kleines bisschen, ja, bitte. Aber ganz, ganz wenig nur. Und das muss jetzt gerührt werden, bis es so kleine Vulkane ergibt. Ah ja. Und so, also so blub, blub, blub. Und so, dass man es dann also auch vermengen kann. Das muss ja flüssig sein, kann, genau. Ja. Sehr schön. So. Wir werden es hüten, das Geheimnis. Genau. Sehr gut. Wir werden noch ein bisschen Wein trinken. Nennen Sie wunderbar. Machen Sie das zu Hause manchmal? Das mache ich selbst zu Hause. Da lasse ich meine Frau nicht dran. Sonst kocht Ihre Frau wahrscheinlich schon deswegen, weil sie doch dauernd unterwegs ist. Logischerweise, ja. Aber die Thüringer Klöße, das ist meine Geschichte, weil ich ja geborener Thüringer bin. Es ist ein Sonntags- und ein Feiertagsessen, auf jeden Fall. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es natürlich Gans dazu. Ja, das ist natürlich auch eine tolle Soße. Aber hier bin ich sehr gespannt. So, muss das jetzt kochen? Das muss köcheln. Dann mache ich es kurz mal etwas höher und dann wieder runter. Ja, genau. Ne? Damit das nur einmal so richtig ein bisschen Hitze kriegt. So. Wie sieht denn das dort aus? Ist das dort alles okay? Müssen wir da gar nicht reinschauen? Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ah, die machen man soll nicht gucken. Wo, also nach 20 Minuten circa kommen die von unten nach oben. Die fallen ja erstmal nach unten und kommen dann nach oben. Und wenn sie oben sind, haben wir mal kurz reingeguckt. War das dann zu hoch? Ist es schon gut. Ich glaube, es war ein bisschen zu hoch. Ruhig ein bisschen kleiner. Ja, ein bisschen kleiner, ja. So, und hier ist es jetzt, mache ich auch kleiner. Ja. Sehr schön. Ja. Und wollen wir jetzt erstmal die Mischung fertig machen? Ja. Oder wollen Sie beim Braten erstmal? Nein, Mischung. Können wir die machen. Mischung. Ja, also, ja. Kommt das jetzt noch etwas Kartoffelstärke, habe ich aufgefangen, als ich das ausgepresst habe. Ja. Ja, bitte. Und davon kommt an diese Masse noch etwas dran. Kartoffelstärke. So. Ja, die setzt sich ab. Ja, ja. Es läuft ja Wasser raus und Kartoffelstärke. Warum muss man das so ausdrücken? Nur damit das Wasser rausgeht? Weil es schmeckt. Ich kann sie nicht genau sagen. Jetzt hätten Sie sagen müssen, fragen Sie Frau Holle. Fragen Sie Frau Holle. Genau. Richtig. Ne? So, die das weiß haben wir schön auseinandergebröselt. Und jetzt können wir die Hälfte davon zuschütten, bitte. Ja. Ich nehme noch mal so ein Quirl. Die Hälfte. Einfach so. Ja, einfach dazu. Die salzen Sie natürlich, logischerweise. Ist das die Hälfte? Ja, danke. Und man sollte noch etwas nachsalzen, auch in dem Wasser, wo sie dann kochen, die Klöße, sollte auch da etwas, war Wasser, ne? etwas, da war, etwas da war Salz. Wasser ohnehin, es war etwas Salz, Wasser, Salz mit etwas Wasser. Genau. Ah ja. Und das wird jetzt ordentlich vermengt. Schön, schön, schön. Nein, wir sind gut in der Zeit, also Sie können ruhig noch kann ich noch? Naja, bin ja verantwortlich, dass wir fertig werden. Ne? Wenn Sie sagen, dass das, also, dass das nein. Lungenbraten ist und nicht von der Lunge ist, musste ich ja auch eine Erklärung hier abgeben. Ne? Ja. Ach Gott, diese ganzen Ausdrücke. Das Wichtigste ist wirklich, dass es schmeckt. Ne? So denke ich.
Und man muss es so lange rühren, bis es also nicht mehr am Rand klebt. Ja. Das ist ganz wichtig. Ach, das ist ein Zeichen, dass es sich vermengt, dass die Konsistenz dann stimmt. Gut, 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 gut. Denn gut. Sie dürfen ja dann nicht im Wasser zerkochen. Ne? Ja, es darf also nicht zu flüssig sein. Essen Sie eigentlich, was essen Sie am liebsten oder welche Richtung? Also eigentlich, ich weiß, Sie sind ein Gourmet, aber ich bin keiner. Ich bin also einer, der so die deutsche Hausmannskost bevorzugt. Das kann man auch als Gourmet essen. Das Gourmet heißt ja nicht, dass man immer irgendwelche Nachtigallenzungen an irgendwas isst. Das heißt nur, dass das, was man isst, gut ist. So ist es. Und das kann auch Hausmannskost sein. Und nun bin ich natürlich auch einer, der, wenn er im Ausland ist, dann werde ich nicht nach dem Wiener Schnitzel fragen. Nein, dann probiert man das, was dort gegessen wird. Logisch. Aber für zu Hause, da wünsche ich mir dann eben einen Sauerbraten. Ja, wunderbar. Die regionale Küche ist unheimlich im Kommen, nicht nur bei Ihnen. Oder Specksalat mit Aschebrätel. Was ist das? Das ist was ganz Wunderbares. Ja? Ja, kann man jetzt schon... In glühender Asche gemacht. Jetzt können Sie den Rest drauf tun. Das ist Schweinekamm. Ich halte das mal, wenn Sie so nett... Schweinekamm, das ist deftig. Das wird also viel Zwiebel und Pfeffer und Salz drumherum. Ja. Und dann wird das in Butterbrotpapier gewickelt und Zeitungspapier. Und das Ganze 7-mal und das in glühende Asche. 2 Stunden. Das schmort dann vor sich und schmeckt fantastisch. Wer hat noch glühende Asche zu Hause? Auch im Osten gibt es noch ein paar Öfen. Ja, gibt es noch Kohleöfen. Ja. Ja, toll. Genau. Ja, wunderbar. So. Und dann, nicht unwichtig, sind die Semmelbröseln. Jawohl. Die haben wir auch schon vorbereitet. Ja. Die werden in Butter werden die gebraten. Mhm. Und kommen jetzt, die jetzt einfach so rein? Nee, eigentlich macht man das vorm Essen meistens erstmal so. Mhm. Und das macht man meistens so lange, bis keine mehr sind. Und bis man keinen Hunger mehr hat. Ja. Und die schmecken so wunderbar. Mhm. So, und jetzt muss man wahrscheinlich wieder die Hände nass machen, wenn ich das richtig beobachtet habe vorher. Wir haben das vollkommen richtig beobachtet. Hier habe ich eine Schüssel. Und dann werden sie geformt. Mhm. Aha. Und die? So, und die Bröseln kommen rein. Ach, die kommen rein ins Loch. Das ist das Überraschungsei quasi. Das ist ja doll. Also man tut sie eigentlich deswegen rein, nicht nur wegen der Überraschung, sondern damit sie die Feuchtigkeit des Kloses etwas aufnehmen. Das ist Guck nicht unwichtig. Mal an, die Frauholle. So, was die alles so wusste. In Meiningen, da gibt es natürlich in jeder thüringischen Ecke eine andere Geschichte, logisch. Und wahrscheinlich jeder hat auch ein anderes Rezept irgendwo. Genau. Also. Ja, es ist also so, dass einige machen Grieß dran noch. Ja. Und dann gibt es die vogtländischen Klöße auch, die sind wieder etwas anders, die heißen grüne Klöße. Da wird auch schon mal ein Ei dran gemacht, also es gibt die unterschiedlichsten Varianten. Das ist ja Varianten. Aber bei solchen Sachen immer, das ist wie in Italien Risotto. Oder genau. Es ist sehr heiß bei uns. Es ist sehr heiß, ja, weiß Gott. Darf ich Ihnen sowas... Habe ich die Weste angezogen? Ja, ich habe gedacht, fährst du noch am besten, ziehst du die Weste an. Ne? Ja. Ich gebe ein Tellerchen. Danke. Du mal, das ist ja schade. Vielen Dank. Dankeschön. Den machen wir dann nachher fertig. So. Ne? Ja. Das stelle ich mal weg. Ja, dann wissen wir Was jetzt, wie das Braten? Geht. Ja, das müssen wir jetzt mal sehen. Machen wir hier ein bisschen Platz. Dieses... Hätte ich auch gerne in meiner Küche hier. Ein Loch, ein Bioloch. Das ist wunderbar, ja. Der Herd ist ein bisschen niedrig. Ne? Das ist extra für, ist es aber meine Frau würde sich hier wohler fühlen. Die ist 1,61. Ja, Sie sind ja, wer ist schon so groß? 1, wie viel? 93. Das ist ja Gardemaß. Da ist es hier angenehmer. Ja, das ist erhöht. Mhm. Und das ist, damit man nicht so kocht, sondern so für den Normalgroßen. Ja, für den Durchschnitt. Ja. Ich bin schon wieder versaut. Naja, wir sind ja am Arbeiten. Ne? Genau, das kann man also, sehen. Also, ich habe... ich habe das vorher angebrannt, das sieht ja jedes Kind, und zwar ziemlich scharf. Ja. Und dann habe ich die Zwiebel auch schon ein bisschen braun geröstet, dann wird die Soße ein bisschen dunkler, das sieht schöner aus. Ne? Und haben Sie es mit Öl? Und noch nichts ist das gewürzt, Beste, ne? Nur Öl. Ja. So. Und jetzt kommt hier, mal ein bisschen heiß werden lassen, und jetzt kommt Gemüse rein, Karotten. Sellerie, und zwar die alte, nicht die Stangensellerie, die man heute nimmt, und Petersilienwurzeln. Also nicht Kohlrabi, ansonsten wäre es ja fast wie Suppengrün. Nee. Kohlrabi nicht. So. Und so. Das macht die Soße braun. Die Bräune kommt von der Zwiebel und von dem dem angerösteten Fleisch. Ne? Ja. So. Das dauert jetzt ein bisschen, bis es heiß wird, aber... Das kommt schon. Tu schon mal rein, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Und das Wichtigste sind die Gewürze natürlich. Da ist also Thymian,
Und ich bin ja jemand, dann steht ja immer eine Prise. Ne? Ja. Ich bin ja ziemlich großzügig mit diesen Sachen. Ich finde man, möchte es ja auch, man möchte es ja auch schmecken. Ja. Zwei Lorbeerblätter. Ja. Einmal Nelkenpfeffer. Den mache ich aber zusammen mit den drei, vier. Ein bisschen viel geworden. Die touche ich so ein bisschen an. Ist das Piment? Ja. Das ist Piment, ja. Und Wacholderbeeren. Steht auch immer im Rezept, drei Stück oder vier, die nehme ich auch ein paar mehr. Kann man ruhig mitnehmen. Die knacken Sie jetzt quasi auf. Einmal nur so ein bisschen Pfefferkörner, weiß. Dann geben Sie mehr. Nur so ein, wir kriegen einen. Kriegen eins auf die Rübe. So ein bisschen eins auf die Rübe, nicht viel. So. So, ja, das wäre es eigentlich, habe ich alles. Ja. So, und jetzt wird das ein bisschen erstmal so gedünstet, also so angedünstet. Und das Fleisch wird währenddessen rausgenommen? Ja. Mhm. Sonst haben Sie ja keine Fläche zum Andünsten. So ist es, ja. So. Was will er uns jetzt sagen? Mein Fleisch hier ist fertig, aber auf eine Minute kommt es nicht an. So. Bei Ihnen sind es noch 7 Minuten und dann muss er ja noch 5 Minuten. Dann muss er noch 5 Minuten ziehen. Ne? So. Und jetzt kommt das Fleisch drauf. Ja. Jetzt wird es gesalzen. Sie haben es vorher nicht gesalzen. Nein. Sollte man auch nicht machen. Ich glaube, also ich mache es immer erst danach. Ich mache es auch anschließend erst. Pfeffer, anständig. Also normalerweise, jetzt mal von Weihnachten abgesehen, gibt es ja zu den Klößen entweder Rindsroulade oder Sauerbraten. Das sind so das sind die beiden Sachen. Aber Sie werden sehen, diese Soße wird auch ganz toll schmecken. Jetzt tue ich Speck drauf. Normalerweise nur durchwachsenen. Aber der ist fast nur Fleisch. Da ist überhaupt kein Speck dran, habe ich vorhin gesehen. Wenig Fett. Und deswegen, weil dieser Speckgeschmack auch wichtig ist, ausnahmsweise noch so ein bisschen grünen. Das ist einfach nur. So sehr man es meiden sollte, aber es gibt ja den Geschmack. Es gibt ja den Geschmack. Hat ja auch niemand gesehen. Bleibt unter uns. Die sagen Sie auch nicht mehr, oder? Ach, so, ja, und jetzt Wein natürlich. Sie haben ja einen schönen Rot noch mitgebracht. Ja. Den probieren wir gleich. Ich habe einen A-Wein, einen Spätburgunder, 1996, trocken, ein Blauschiefer. Und das wird jetzt so. Ne? Das kann man nachher, wenn man es will, noch mal ein bisschen, wenn man merkt, ist zu viel Wein eingekocht, dann kann man noch mal zugießen. Ja. Aber gibt es die Klöße nicht rausspringen. Da ist jetzt noch der Saft von dem Fleisch vorher, der muss natürlich rein. So, nicht verloren 45 gehen. Minuten stelle ich jetzt ein. Wollen wir den roten mal kosten? Ja, natürlich. So, und hier, nicht, dass ich jetzt Ihre Klöße ausmache. Nein, das sind die unten. Nein, ich habe jetzt hier ausgemacht. Will man noch mal ganz kurz reingucken? Man darf ja nur mal illern. Sie sind schon oben. Aha. Also. Ja, es ist ja auch. Nur noch ganz kurz. Es ist kurz vor der Angst, Können wir es kleiner machen? Dann können wir es nämlich, ja. Ich hab's ganz klein. Okay. Ich hab's ganz klein. So, jetzt nehme ich den fertigen. Ich würde schon mal Teller hinstellen wollen, weil der Kloß muss zuerst auf den Teller, nicht erst die Soße. Der Kloß muss gerissen werden. Aha. Und dann kommt die Soße drauf. Jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ja, wenn Sie mir gerne. Das freundlicherweise halten. Nehme ich jetzt das Fleisch raus. So, das Speck auch gleich. So, das kommt hier rein. Und der Speck. Und diese Geschmacksgeber, also der Schinkenspeck und so, was geschieht mit diesen Dingen? Ach Gott, unterschiedlich. Da kann man dann ein Resteessen machen am nächsten Tag oder eine Suppe oder sowas. Eine Soljanka kann man da machen. Ja, zum Beispiel nur hier jetzt muss ich es rausnehmen, weil es nicht durch die Lotte geht. So, jetzt machen wir das schön ein bisschen zu. Ein bisschen warm bleibt. Stellen es da hinten hin. Und jetzt mache ich ein bisschen hoch, da muss ich ein bisschen klein machen. So. Jetzt mache ich Folgendes. Eigentlich kann man das jetzt gleich in die Flotte Lotte tun. Ja. Aber um ein bisschen das abzukürzen, sonst dreht man und dreht und dreht. Wird das schon mal? Mache ich so ein klein bisschen. Ja. Man kann natürlich püriert. Das auch in den Mixer tun. Mhm. Aber das ist nicht gut, weil dann wird alles klein gemacht. Also auch die Wacholderbeeren, die sollen ja nur einen Geschmack geben. Richtig. Die sollen da nicht drin sein. Ja. Und deswegen. Das wird nur so ein bisschen vor.
Und da braucht man zum Beispiel auch überhaupt keinen Soßenbinder mehr oder irgend so etwas. Ein bisschen, ne? Doch, ein bisschen Creme, ja? Ein bisschen Creme fraiche. Ach, Creme fraiche aber etwas. Nur nicht, ja. kein Nein, nein. Bei den Braten, die wir zu Thüringer Klößen machen, da kommt dann saure Sahne oft noch dran. Ja, das macht. Das ist ja, früher gab es keine Creme fraiche, da haben wir saure Sahne genommen. Ne? Und so. Und jetzt kommt die Flotte Lotte. Jetzt kommt die Flotte Lotte. Da können Sie mir gleich helfen. Ah, ich glaube, das, mal gucken, ich glaube, am besten ist dieses. Ich glaube, die Klöße sind schon an den Deckel gebumst. Ja? Ja. Sollen wir ganz ausmachen? Ganz ausmachen jetzt, ja. Na. So, jetzt. Ja. So. Sie könnten schon anfangen schon mal zu drehen. Ja. Bisschen langsam. Dann bitte? Komme ich dazwischen. So was Ähnliches macht man auch Pflaumenmus, nicht? Ja, das mache ich so selten. So, ich tue jetzt, glaube ich, einfach mit der Hand, gieße einfach den Rest hier rein. So. Wunderbar. Das duftet. Fantastisch. Und das tun wir jetzt wieder hier drauf. Ach, wir sind herrlich in der Zeit. Wir können schon mal. Ja, es wird aber auch Zeit. Denn ja? Meine Geschmackspapillen, die regen sich schon. Ja. Was ist das, so, was Sie mir mitgebracht haben? Das ist ein 94er Dornfelder, ist das. Ja. Man sagt ja, es ist so eine Art Modewein jetzt. Saale Unstrut. Ja, das ist also das nördlichste. Und deutsche Weinbaugebiet. Und zweitkleinste. Also ich habe eben beim Einschenken. Der riecht toll. Der ist ganz wunderbar. Der 94er ist besonders gut geraten, finde ich. Ja, zum Wohl. Also zum Wohl erstmal. Sehr, sehr schön. Ja. Sehr schön. Man muss nicht jede Mode mitmachen, aber wenn die Mode so ist, dass es einem schmeckt, kann man es auch trinken. Ne? Überhaupt nichts dagegen. So, jetzt ist nämlich das meiste. Jetzt trinken Sie eigentlich nur trockenen Wein? Jein. Also zum Dessert schon mal einen süßen. Ja. Oder einen halbtrockenen zu sehr scharfen Gerichten als Ausgleich. Ja. Aber ich gebe zu, selten. Sehr, sehr, sehr selten. Aber es ist ja auch eine Modeerscheinung eigentlich. Ne? Naja, da will ich Ihnen aber sagen, woher die Mode kommt. Früher hat man in Deutschland Wein nicht zum Essen getrunken, sondern danach zu ein Gläschen. Da kann man Süßen trinken. Aber wenn Sie ihn zum Essen trinken, Sie zum Essen trinken, erschlägt doch ein süßer Wein oder umgekehrt das Essen. Das ist nicht das. So, jetzt mache ich es noch mal ein bisschen. Aber generell etwas süßeren Wein zu verdammen ist auch nicht in Ordnung. Na, überhaupt nicht. Es gab ja Zeiten, da galt selbst ein etwas blöder Mensch schon als fast intellektuell, wenn er gesagt hat, ich trinke trockenen Wein. Ich will Ihnen sagen, das ist doch immer so. Das Pendel schlägt doch immer, wenn es nur Süßen gab, dann waren jetzt erstmal alle nur. Und jetzt pegelt sich die Mitte ein, natürlich. Ja. Ja, wird's? Bisschen Salz, ein ganz kleines bisschen Zitrone noch. Wenn das dann soweit ist, könnte ich meine Klöße schon mal auf den Teller tun. Ja. Das geht jetzt ganz, ganz schnell. Jetzt kommt da der Teller zum Topf. Ja. Und nicht der Topf zum Teller. Ja. Oh, die sehen gut aus. Sehen gut aus? Ja. Na, das hoffen wir doch. Nichts verkocht. So. Und die Brühe ist so, wie manche Politikeräußerungen. Klar wie Kloßbrühe, sagt man ja auch. Ne? Etwas undurchsichtig. Klar, ja. So. Das hatten Sie schon ausgemacht, nicht? Ja. Ja. Messer und Gabel haben wir hier. Sie werden lachen, was ich jetzt reintue. Sie werden lachen, was ich jetzt reintue. Eine Prise Zucker. Zucker? Ja, Zucker. Das macht's doch pikant. Ne? Das macht es. Ja.
Also ich mache auch zu Festtagen immer einen Fleischsalat. So. Für den, das Fleisch müssen wir schneiden. Ein Fleischsalat. Morgen, da kommt auch viel Zucker mit dran. Zucker und Essig, das macht's pikant, so diese Süßsäure. Jetzt müssen wir noch Folgendes machen. Mhm. Wir müssen, schneiden. Ja, dann nehmen wir vielleicht noch mal so ein Brett, ein anderes. Ja. Und ich will nämlich nur eins erreichen. Ich will diese Soße hier noch rein. Die muss gerettet werden. Ja. Ich schneide das mal in Scheiben, ja? Bitte. Haben wir da ein schönes Messerchen da? So. Ups, mach hier haben wir doch irgendwo. Hier ist so eine Gabel, so eine Menagerie von Messern. Ja, danke schön. Ja, wunderbar. Fantastisch. Mm. Es ist wunderbar. Wunderbar durch. Das ist schön. Und trotzdem noch leicht Medium, ganz leicht. Muss ein bisschen rosa sein. Ja, 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 ja. So. Pardon. Na, da wird der Wein toll. Naja, ist egal. Was habe ich? Darf ich nicht drauf tun? Das macht nichts. Das macht nichts. Also einen habe ich ja unbefleckt gelassen. Passen Sie auf, ja. So. Dann kriegen Sie das. Da ist nur ein bisschen. Ach, man darf nichts drauf tun? Nein, es muss der Kloß erst aufgerissen werden. Nie schneiden. Nie schneiden, sondern so auseinanderreißen. So. Und dann wird die Soße eigentlich da oben drauf getan. Das kann ich gerne machen. Macht aber nichts. Man kann es auch. Ja. Man kann es auch ditchen, wie der Sachse sagt. Ja, so, genau. Ja, wunderbar. Man lernt nie aus. Ja. Und die Klöße, die saugen jetzt die Soße förmlich auf. Ja. Ha. Wenn Sie das getan haben, dann. Jetzt probieren wir mal. Ist es reif. Guckt, es ist auch schön, dass das Fleisch durch ist, aber noch so ein bisschen rosa. Mhm. Sie gestatten, dass ich erstmal eine Kloßkoste. Jeder kostet seins, ob es geworden ist. Oh ja. Oh ja. Also, das Fleisch kann auch ein bisschen Salz drauf haben. Wenn das Fleisch so ist wie die Klöße, dann kann man zufrieden sein. Mm. Und das harmoniert. Das ist ein europäisches Essen. Da fange ja ich sogar an, musikalisch zu werden. Es klingt ausbaufähig, muss ich davon gestehen.